kurz eine Info auf YouTube raussuchen, ein Video auf TikTok als Entwurf speichern oder bei Spotify einen coolen Song an Freunde schicken. Alles Dinge, die du im Alltag vielleicht ganz selbstverständlich nebenher machst. Aber es gibt Leute, die du kennst, denen das deutlich schwerer fallen würde. Wie sieht es zum Beispiel bei deinen Eltern aus? Traust du denen das alles zu? Und wie sieht es bei deinen Großeltern oder älteren Verwandten aus? Da wird es wahrscheinlich schon schwieriger. Aber warum ist das so? Warum sind viele Dinge in der digitalen Welt, die uns total leicht fallen, für ältere Menschen so viel schwieriger? Und was können wir tun, um sie dabei zu unterstützen? Bleib dran, dann erfährst du nämlich genau das. Um genau diese Frage zu beantworten, habe ich heute, wie ihr schon sehen könnt, eine Gästin im Studio. Das ist die Simone. Magst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen? Ja, sehr gern. Vielen Dank, Kim, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und mein Name ist Simone und ich arbeite bei der LFK, der Landesanstalt für Kommunikation in Stuttgart. Und ich setze dort Projekte um, die die Medienkompetenz für Seniorinnen und Senioren stärken. Dann bist du heute genau die richtige Ansprechpartnerin, denn mich beschäftigt das so ein bisschen. Wie kann es denn sein, dass so viele alltägliche Situationen mit dem Smartphone für uns und jüngere Menschen total einfach sind, für ältere Menschen aber oftmals eine richtige Herausforderung? Ganz alltägliches Beispiel: auf einem öffentlichen Platz gibt es ein freies WLAN, mit dem man sich verbinden muss. Jeder 14-Jährige kriegt es total schnell hin. Ich sage jetzt mal, für 64-Jährige ist es oftmals schon eine Herausforderung. Natürlich nicht für alle, für manche schon. Warum ist es denn so? Ja, das ist tatsächlich so. Und ich kann mir mehrere Gründe vorstellen. Also einerseits ist für mich die Frage, habe ich dann einen Grund oder eine Motivation, mich dann mit dem WLAN zu verbinden, wenn ich an einem öffentlichen Platz bin? Also ist jetzt zum Beispiel das Smartphone und Internet das klassische Medium, was ich nutze, um mich zum Beispiel zu verabreden oder auch meine Informationen zu bekommen? Oder nutze ich da andere Kanäle? Und dann ist es natürlich auch so, dass die Personen, die heute jetzt Seniorinnen und Senioren sind, nicht mit dem Smartphone groß geworden sind. Das heißt, das ist nicht der klassische Kanal, nicht das klassische Gerät, mit dem sie einfach vertraut sind. Und das heißt, sie müssen das nochmal ganz grundständig lernen. Also wirklich die ganz einfachen Bediengesten wie swipen, scrollen und so weiter und tippen. Aber natürlich auch, wie man sich mit dem WLAN überhaupt verbindet. Und dann ist es vielleicht auch einfach so, dass Seniorinnen und Senioren, weil die insgesamt weniger surfen im Netz als jetzt Jugendliche, vielleicht noch Datenvolumen haben, aber die Teenies nicht mehr. Und das heißt, die brauchen das WLAN eigentlich gar nicht. Macht Sinn, und dann üben sie natürlich auch seltener, sich mit einem WLAN zu verbinden, weil zu Hause ist vielleicht schon eingestellt. Dann wird es natürlich schwieriger, das zu machen. Das klingt für mich ziemlich logisch. Jetzt ist es ja aber nicht nur beim WLAN-Verbinden ein Thema. Ich finde es auch ganz spannend, wie man wirklich bei TikTok zum Beispiel sehen kann. Da sind super viele junge Leute und da müssen wir noch nicht mal in die Generation Oma, Opa denken, sondern da sind ja schon Leute, ich sage jetzt mal spätestens Ü40, die sagen, boah, mit TikTok, da will ich nichts zu tun haben. Wie kommt denn sowas eigentlich zustande? Ja, das ist auch denke ich vor allem die Frage, welches Mediennutzungsverhalten, also das meint, welche Medien und Kanäle nutze ich denn eigentlich klassischerweise? Und das hängt oft mit dem Alter zusammen. Also nutze ich eher zum Beispiel Zeitungen, Radio und Fernsehen, was viele Seniorinnen und Senioren tatsächlich heute auch noch tun, weil sie damit aufgewachsen sind, oder die sogenannten auch neuen Medien wie Internet und Smartphone und so weiter. Und ich glaube, dass eben gerade weil viele ältere Personen heute tendenziell eher noch diese klassischen Medien nutzen, auch gar nicht wissen, was jetzt Instagram oder TikTok für sie auch alles bereithalten würde. Also dass sie auch dort zu ihren Hobbys, zu ihren Interessen Sachen finden können, weil sie diese Kanäle gar nicht kennen. Ich muss auch sagen, von den meisten Apps erfährt man ja auch im Freundes- oder Bekanntenkreis. Da sagt dir jemand, hast du BeReal ausprobiert? Hast du das auf TikTok gesehen? Und so fängt man dann an, das zu nutzen. Das ist bei Seniorinnen und Senioren wahrscheinlich seltener der Fall. Auf jeden Fall, genau. Und wie du sagst, also wenn meine Bekannten, mein Freundeskreis das nicht nutzt, dann komme ich damit nicht in Berührung, komme nicht mal drauf, dass es das gibt. Meine Erfahrung ist aber, dass da eine totale Offenheit und auch Neugier da ist,
Deshalb ist meine Anregung, dass ihr auch einfach mal eure Oma oder euren Opa fragt, kennst du eigentlich schon das? Soll ich es dir mal zeigen? Weil oft ist da auch so eine Berührungsangst da, das dann alleine auszuprobieren und das dann einmal gezeigt zu bekommen, was man da machen kann, was so die klassischen Schritte sind, wie das funktioniert, hilft dann total. Das heißt, die Großeltern oder andere ältere Menschen im Freundes- und Bekanntenkreis einfach mal fragen, hey, hast du Lust? Ich zeig dir mal Instagram, ich zeig dir mal TikTok. Vielleicht ist es ja was für dich. Und wenn nicht, dann hat man es zumindest mal gesehen. Ich finde ja, es gibt so ein paar Apps, die total praktisch auch für ältere Menschen sind. Gerade wenn man vielleicht ein bisschen weiter entfernt wohnt, sind zum Beispiel Messenger doch super cool, um mal spontan Bilder zu schicken, mal zwischendurch zu schreiben, weil ganz viele junge Leute, mich eingeschlossen, wir telefonieren ja nicht so gern. Aber auch mit Messengern tun sich Seniorinnen und Senioren ja manchmal echt schwer. Woran liegt denn das? Weil praktisch wäre es doch für sie. Auf jeden Fall. Und das haben auch schon einige für sich entdeckt. Und gerade den Aspekt, den du angesprochen hast, so das Kontakt halten, auch auf eine andere Weise zu erleben, gerade mit Bildern, genießen viele total. Und was aber eine Herausforderung sein kann, ist das Thema Datensicherheit. Also WhatsApp war ja doch auch schon das ein oder andere Mal in der Presse bezogen auf das Thema Datensicherheit. Und ich glaube, das ist für viele ältere Menschen der Grund, warum sie sagen, oh, WhatsApp möchte ich vielleicht lieber nicht nutzen. Aber es gibt ja auch Alternativen, wie man da trotzdem sich auch Bilder schicken kann. Und dann ist es zum anderen doch auch manchmal für einige Personen auch ein Thema der Bedienbarkeit. So ein Smartphone-Bildschirm, der ist relativ klein und im Alter, da gibt es körperliche Veränderungen. Im wahrsten Sinne des Wortes lässt das Fingerspitzengefühl nach, das heißt, ich kann nicht mehr so gut tippen. Dann vielleicht auch gibt es Hörbeeinträchtigungen oder auch das Sehvermögen lässt nach und dann kann das Tippen an so einem kleinen Smartphone-Bildschirm auf jeden Fall sehr viel anstrengender und unangenehmer sein. Und wenn es für mich anstrengend und unangenehm ist, dann nutze ich es natürlich auch nicht so gerne. Ja, und dann ruft man vielleicht doch lieber an, da weiß man, wie es funktioniert, dass es schnell geht. Und mal ehrlich, meistens hat man mit einem Anruf natürlich auch alles schneller geklärt, als wenn man 27 Mal hin und her schreiben muss. Aber das andere, was du gerade gesagt hast, dass natürlich die Fingerfertigkeit vielleicht nicht so einfach ist, dass ich es nicht so gut sehe oder dass ich eben lange brauche, um den Buchstaben zum Beispiel zu finden, in der Zwischenzeit mein Smartphone-Bildschirm vielleicht schon wieder sich ausgeschaltet hat, das ist ja super anstrengend und das haben wir als junge Menschen oft gar nicht auf dem Schirm, weil wir es halt so gewohnt sind, irgendwie ganz schnell zu tippen. Also total gut, dass du uns mal gerade daran erinnert hast, dass man auch sowas im Kopf haben sollte, wenn man sagt, oh, warum schreiben die denn nicht? Warum schreibt denn jetzt hier jemand nicht so schnell zurück, wie ich das eigentlich gewohnt bin von meinen Freundinnen und meinen Freunden. Aber das heißt ja, dass Smartphones zu klein sind, dass das Tippen so schwer ist. Gibt es da nicht irgendwas, was man machen kann, um Seniorinnen und Senioren da so ein bisschen zu unterstützen? Ja, und das macht, glaube ich, auch für viele dann die Benutzung echt einfacher und dann auch zu einem angenehmeren Erlebnis. Und das gibt inzwischen auch bei fast allen Herstellern entweder vorgesetzte Settings, die man einstellen kann, so wie zum Beispiel einen sogenannten einfachen Modus, der dann zum Beispiel die Startoberfläche sehr viel übersichtlicher erscheinen lässt. Ganz einfache Einstellungsmöglichkeiten, die Erleichterung bringen, sind auch die Bildschirmsperrzeit, also wie lange kann ich am Bildschirm sein, ohne dass der Sperrbildschirm kommt. Ich kann die Schriftgröße verändern, die Helligkeit des Displays. All das sind schon Unterstützungen, die die Nutzung dann angenehmer machen. Natürlich kann man auch darüber nachdenken, eher ein Tablet zu nutzen, wo dann natürlich der Bildschirm insgesamt auch schon viel größer ist und auch die Tastatur, die dann erscheint. Ja. Sehr cool. Das heißt, es gibt also verschiedenste Möglichkeiten, wie man vielleicht Oma, Opa oder eben anderen älteren Menschen, denen das schwerfällt, entgegenkommen kann und sagen kann, schau mal, so kannst du die Buchstaben besser lesen, so geht alles auch ein bisschen langsamer für dich. Aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Also ich kenne diese Einstellungen jetzt erstmal nicht. Da kann ich ja auch nicht erwarten, dass Leute, die sich eh nicht so gut auskennen, gleich checken, wo diese Einstellungen sind. Gibt es denn da Unterstützungen, wie man das gut einstellen kann? Ja, also um gerade so die ganz grundsätzlichen Sachen auch zu üben, also jetzt so wie das Tippen und das Wischen und so weiter und auch zu verstehen, wie funktioniert das Smartphone, welche Tasten und Anschlüsse gibt es,
wo kann ich es laden? Also so die ganz grundsätzlichen Fragen, dafür haben wir tatsächlich eine App entwickelt, die heißt die Starthilfe, digital dabei. Und wir haben sie deshalb entwickelt, weil wir gemerkt haben, gerade so dieses Üben und so lange üben, bis ich mich sicher fühle, ist ein ganz wichtiger Aspekt bezogen auf die Frage, nutze ich Smartphones und Tablets oder nicht. Und ja, dass da für Menschen das Gefühl entsteht, ich beherrsche das, da fühle ich mich sicher, ist eben so dieses regelmäßige, ja, einerseits erklärt bekommen, wie funktioniert das, aber dann auch das Üben, ein ganz wichtiger Aspekt. Und deshalb haben wir diese App entwickelt, wo man eben einerseits die grundsätzlichen Bediengesten üben kann, aber auch, ja, wie funktioniert das Smartphone, wie lade ich es, wie verbinde ich mich mit dem WLAN, um auf die Frage vom Anfang zurückzukommen. Und ja, weitere Themen, die dafür wichtig sind, unter anderem auch, wie benutze ich deinen Messenger-Dienst, haben wir dort abgebildet, um dort dann auch die Möglichkeit zu geben, einfach Sicherheit zu gewinnen. Ja. Also üben, 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 das hört man ja ganz oft im Zusammenhang auch mit der Schule, wenn es um Vokabeln und so weiter geht. Das gilt auch für Smartphone. Absolut. Und wir, die unsere Smartphones ständig, vielleicht auch oft zu oft nutzen, haben diese Übung. Und Seniorinnen und Senioren, den muss man oder den kann man durch diese App eigentlich eine Fläche zum Üben, Üben, Üben geben. Aber die App muss ja auch erstmal aufs Smartphone kommen. Das ist ein Punkt, absolut. Und hier ist wieder, glaube ich, für viele Hilfe wirklich Gold wert. Wenn ich jetzt noch gar kein eigenes Smartphone jemals besessen habe, dann muss ich ja ziemlich viel machen. Ich muss erstmal irgendwo ein Play Store-Konto oder bei iOS ein Konto haben und dann auch eine App runterladen. Also da wäre meine Bitte und Empfehlung, helft doch vielleicht euren Großeltern oder anderen älteren Bekannten dabei, die App zu installieren und dann in Ruhe die Schritte einüben zu können. Mhm. Habe ich es richtig verstanden? Ich kann mir die App überall runterladen und die ist auch kostenlos. Ganz genau. Also sie ist im Play Store und im Apple Store erhältlich und kostenlos downloadbar. Vielen Dank für die coolen Infos, Simone. Ich finde, da hat man jetzt nochmal einen schönen Überblick bekommen, wie anders diese Nutzung tatsächlich sein kann, weil man selber natürlich immer nur so im eigenen Kopf drinsteckt. Und ich nehme auf jeden Fall mit als Tipp für uns alle, wenn man weiß, Opa, Oma oder Bekannte haben da noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Smartphone, einfach mal die App Starthilfe digital dabei auf deren Smartphone installieren, vielleicht gemeinsam so ein bisschen anfangen zu üben und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, in Zukunft viel einfacher über auch das Smartphone zu kommunizieren. Ich freue mich, wenn ihr es ausprobiert, oder Simone freut sich auf jeden Fall sicherlich auch, wenn ihr es ausprobiert und natürlich die Leute, mit denen ihr dann gemeinsam übt. Die App ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abo. Thank you.